Ich hoffe, das ist die letzte Folge. Oh, ich will nicht mehr so schwere Sachen machen. Oh. Ich bin müde. Schwer. Ich bin müde, dass mein Ich bin müde, dass mein Trigger-Level echt. Oh, ich fahr wieder runter. Gut, dass der Fahrstuhl so schnell ist und das jetzt keine halbe Stunde dauert, bis du wieder oben bist. Mag es dich, das nochmal zu sagen. So, hallo und herzlich willkommen zu... Wie komme ich hier raus? So, zu Alan Wake mit Leon und mir. Und ja, hoffentlich die letzte Folge. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte. Und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Aha. Na gut. Aha. Ja. Machen wir mal weiter. Wir haben ja letzte Runde die leichten Sachen bekommen. Jetzt kommt irgendwas Schwieriges mal. Kehren Sie um. Warum kommt das jedes Mal? Muss ich es komplett wegmachen? Ach komm. Ich krieg die fliegenden Sachen. Hä? Ich hatte 80 Millionen Vögel, Alter. Und ich hatte auch fliegende Sachen. Ich hatte alles. Ich hatte das komplette AIDS-Programm. Na cool. Cool, dann mach ich das hier weg, ne? Das stört hier bestimmt keinen. Aua. Ich glaube, es ist noch einer hinter dir. Ja, bitte. Ich glaub nicht. Nee? Hm, komisch. In der Flare war so ein komischer Schatten an der Wand, deswegen dachte ich, da wäre noch einer. Nee, hier ist ja gar kein Alter. Sinn mit. Das ist jetzt jedes Mal. Ich werde auf jeden Fall. Auf jeden Fall spaßig dann. Au, ich hab ausweichen gedrückt. Safe. Brauchen wir unsere ganzen Batterien, sonst dauert es nämlich 500 Jahre. Du kannst ruhig wirklich alle verbrauchen. Das ist vielleicht nicht alle, aber... Du bist so zugeschissen mit Batterien. Na, vielleicht sollte ich mal nachladen. Ah, Quatsch. Alter. Schon. Scheiß Boot. Alter, das Boot dauert halt ewig. Vor allem, wenn solche Kackspastis kommen. Ach, verdammt, ich sollte mich erst um die kümmern. Alter. Batterie. Halt dein Maul. Oh, ja geil. Wo sind die denn jetzt hin? Sind die spawned, glaube ich. Ah, Alter. Na gut, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Was sind denn damit gerichtet?
hätte, wenn die jetzt einen umarmen würde oder so. Das wäre richtig lustig. What? Guck mal, die streiten. Die sind so krass. Aua. Oh, jetzt ist die Kacke weg. Zack. Zack, die Zack. Zack, Zack. Zip, Zip. Alter. Ich hab sie nie geliebt. Das ist aber richtig gemein, das zu sagen. Kontrollpunkt erreicht. Ich hab irgendwie das Gefühl. Den Tornado besiegen. Los, Niklas, besiege den Tornado. Ja, ich mach das easy. Ah! Oh, falsche Taste. Ich bin geschützt, Leon. Die Schatten sind halt wirklich richtig on point, ne? Wie mache ich das denn? Weiß ich nicht. Hast du deinen Klicker dabei? Klick, klick. Klick aus. Oh. Schritt 1. Stirb nicht von einem Waggon. Hey, ich stecke hier fest. Sehr gut. Da ist ja noch ein Teil. Ich hab... Oh. Ist weg. Okay, gut. Gott, Alter, ich hab so wenig Leben, ne? Ich versteck mich hier kurz hier. Wirf einfach eine Flashbang rein. Und dann Insta-Kill. Keine Chance. Ich hätte damit gerechnet, dass da ein Loch ist. Ey, wirf dir mal echt eine Flashbang dahin. Ich will wissen, ob das die Sachen Insta-Kill. Aua. Ah. Hä? Ich lebe noch. Oh ja, hat die gekillt. Ja, was? Nehme ich jetzt mit. Wir haben genug. Und das ist das Ende. Okay, wo war das? Keine Chance. Oh, nice. Was ist wohl? Hui. Hui. Nein, schieß doch da rein. Warte, ich glaube, ich muss da näher dran. Alter. Du musst mal besser springen. Ja, weiß. Es ist in ihrem Kopf. Alter. Was geht denn hier ab? Das ist hier irgendwie. Wie bilden sich das ein? Warum zieht er denn da hin? Nee, das war noch klar. Aua. Hey, ich sehe nichts. Ist fertig? Ist vorbei? Alter. Wofür haben wir den Klicker gebraucht? Gar nicht. Springen, Ellen. Wasserlevel? Das ist richtig schlau, die Luft schon oben anzuhalten. Halt nochmal die Luft gut. So runtergefallen ist. Naja. Lüge. Shh, Baby. Du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Es war doch nur ein Albtraum. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Der braune Haar. Mach das Licht an! Ist das ein Blonder? Mach das Licht an! Du auch. Sehr verrückt. Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du
bist nicht alles. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Gibt's nicht mehr als Bart und... Wartet. So, da ist eine Tür gewesen. Aber... Oh, hier, right. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Alan, du machst dir Angst. Waffenarm, Alter. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten? Wo hatten wir den Klicker? Weißt du das noch? Wo wir den Klicker gefunden hatten? Ich glaube hier. Kein Plan, Alter. Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Ist halt auf der Karte markiert. Du bist ja deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Und die Karte hier seid echt keine Freunde, ne? Die ist winzig. Wir reden morgen früh weiter. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett, Tom. Klicker. Aua. Ey. Hallo? Haben wir da aufhören? Ah. Ey. Ja, guck da. Okay. Den mag ich. Achte auf die 7. Ich glaube, das war in seinem Arm. Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch, schlafen Sie nicht. Vielleicht hätte er doch keine Zeit. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Disco-Kugel Joe. Okay. Telefonmast. Ah, okay. Wird das jetzt hier ein Text-Adventure oder? Vogel, nimm den Vogel. Vogel, ich hasse dich, Vogel. Richtig mal so, Alter. Kaputt gemacht. Oh, er ist ein Vogel geworden. Scheiße. Ja. Telefon. Ich finde ein Telefon. Ach. Ja! Ich wünsche mir ein Thermoskanne. Oh, ja. Oh, lol. Geil. Einkaufswagen wünsche ich mir bei. Oh ja. Gleich aus Versehen Dunkelheit anleuchten. Und so, der Telefonmast braucht er für eine halbe Stunde. Yay. Ja, das Telefon klingelt, ne? Echt? Ja, jetzt nicht mal rangehen? Nee, nicht wirklich. Weg! Vogel möchte ich nicht noch an. Das reicht mir. Hallo? Alter, gerade hat das die ganze Zeit geklingelt. Locker wäre ein lustiges Telefonat dabei rausgekommen. Hier ist noch viel an Telefonmaß. Soll ich als erstes den Telefon? Was? Was? Ich bin raus. Ja, nee, das war ja beim Telefon, nicht beim Telefonmaß. Was soll das? Du kannst. Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, Kuch? Eine Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Du bist meine Wer bist Muse. Du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an. Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an. Ich muss jetzt nicht jede Scheiße hier anleuchten, ne? Nichts dergleichen war je passiert. Also, ich muss jetzt nicht das Fass anzutriggern. Ein Schuhkarton. Nicht wirklich. Obwohl? Das ist bestimmt ein Achievement für. Du bist nicht Barbara! Komm, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los. Bitte. Ich werde dir dabei helfen. Bitte. Nochmal das Telefon. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich verstehe einfach nicht, was du sagst. Das ist auch mega leise. Vor allem, wenn die ganze Zeit am Labern sind. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin! Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich komischer Name für bitte. Ja. Das ist eine Hütte, ne? Was? Na, ist Hütte. Volle Hütte. Weg von mir, alte Hexe! Wo bin ich? Ich will weg! Alice? Alice, ich komme! Ihr Mann hat sich geweigert, den Befehlen zu folgen. Katzi!
Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder so ein Schreckkissen. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als Sie. Älter als Ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der sich die Freiheit träumt. Und hat den Klicker in Design gepackt. Das war ein sehr intimer Moment. Für uns beide. Das war nicht das erste Mal, dass der Klicker so eingesetzt wurde. Meinte der nicht, der hat das als Kind bekommen von seinen Eltern? Von seinem Vater. Nee, von seiner Mutter. Sein Vater war ja weg. Stimmt. Jetzt wirft ganz neues Licht auf seine ganze Psychose und so. Das stimmt. Ich konnte Alice Gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hat es Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Zurück ins Licht. Hat er sich jetzt für sie geopfert, weil das sonst in seiner Story nicht mehr zu einem Sinn geführt hätte, wenn er einfach alles gerettet hätte? Ja, so würde ich das auch sagen. Auch. Vielleicht ist er einfach ein beschissener Autor, der sich kein vernünftiges Ende hat einfallen lassen. Wie würdest du jetzt sagen? Alle leben zusammen. Ja. Weißt du, so ist so gerade der Höhepunkt, wo alles in die Brüche geht so. Und dann wurde alles gut. Ende. Der ist der böse Mann. Den mag ich nicht. Der alte Mann. Ich werde niemals in einem Hirsch-Festival-Wagen fahren können. Ich bin so traumatisiert. Oh Gott, was passiert mit Perry? Er kommt ins Heim. Muss ich jetzt einen neuen besten Freund suchen.
Vielleicht ist er auch noch nicht fertig. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Okay. Oh, cool. Dein abschließender Bericht. Ich fand das Spiel auf jeden Fall cool. Das Angreifen von Gegenständen hat mich ziemlich abgefuckt. Aber die Gegner und das Kampfsystem fand ich auf jeden Fall nice. Mhm. Der Schwierigkeitsgrad war angemessen, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht so schwer, dass man an irgendeiner Stelle einfach komplett stecken geblieben ist und das so 20 Mal versucht hat. Aber es war auch nicht so einfach, dass man alles direkt beim ersten Mal geschafft hat. Ja. Okay, Grafik, ne? Das ist halt von, keine Ahnung, 1708 oder so. Richtig, Mann. Na, wenigstens konnte man lachen, wie sich das manchmal aussah. Nee, ich fand das Spiel gut. Ich fand das Spiel auch gut. Obwohl es mich an manchen Stellen gestört hat. Oder oft, also erstens, dass man die Sachen ständig verloren hat und dann komplett neu angefangen hat, sich auszurüsten. Ja. Und zweitens die Vögel. Die Vögel haben mich richtig abgefuckt. Aber sonst, das ist das zweite Projekt, was wir auf unserem Kanal zu Ende bringen. Unglaublich. Und wieder mal ohne Basti. Fuck you, Basti. Na gut, ich würde sagen, das war's mit Alan Wake. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder zu Alan Wake 2. Oder einem anderen. Es gibt einen Alan Wake 2. Nie gibt es nicht und die haben das auch nie angekündigt. Aber viele Menschen wünschen sich das, weil das Spiel echt gut war. Ja. Aber vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder zu einem anderen kleinen Horror-Game, was gar nicht mal so klein ist. Wir schauen mal, ob es noch andere Spiele gibt. Falls ja, dann gucken wir mal. Ja. Tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Oh, Junge, Alter. Meine Beine sterben. Junge, er wird 7 Stunden aufgenommen.